Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Star Trek Online. Heute geht es mal weiter hier im Weltraum. Ich spiele selten MMO-RPGs im Weltraum, da habe ich nur Star Wars The Old Republic und halt hier Star Trek Online. Heute möchte ich euch erstmal einen kleinen Überblick geben, weil nicht jeder kennt das Spiel, nicht jeder hat es schon gespielt. Und es ist schon ein bisschen anders als so normales MMO-RPG, wo man einfach so rumrennt und ein paar Quests erledigt. Ich blicke bei vielen Sachen selbst noch nicht komplett durch, weil es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren wieder viel verändert. Man kann es immer wieder spielen ohne Account, also doch mit Account, aber ohne Abo. Und von daher, ich steige da jetzt ein und werde euch mal zeigen, wo ich da dran bin. Ist also ein Free-to-Play-Spiel. Und hallo an Drokoris und Mofivu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das finde ich super. Wenn das Spiel zu laut ist, wenn ich zu leise bin oder was auch immer, schreibt es in den Chat rein. Ich kann was dran ändern. Heute ist also mal ein etwas anderer Stream außer der Reihe. Morgen gibt es natürlich zum Blackwood Release Elder Scrolls Online. Ist ja ganz klar. Da wird Elder Scrolls gespielt. Mit den neuen Möglichkeiten, aber heute gucken wir mal an, was Star Trek kann. Also, gucken wir doch erstmal, das hier ist meine Hauptfigur. Mit meinem Team hier sozusagen, die USS Metatron XX4. XX4 einfach, weil es mittlerweile das vierte ganz große Schiff ist, was ich habe. Und damit werden wir heute spielen und uns die neuen Missionen anschauen. Was für euch vielleicht mal ganz interessant ist, wenn ihr Star Trek mögt und kennt, dann ist das wirklich ein Spiel, wo ihr Star Trek spielt. Ja, also es ist nicht irgendein Abklatsch oder irgendwie nur die Hälfte von Star Trek oder so. Ihr könnt also wirklich alles spielen. Ihr könnt die bösen Klingonen sein. Ja, also hier bin ich jetzt mehr so im Klingonen-Stilgrad. Aber das ist halt nochmal was anderes. Das ist nämlich der Föderationsraum 23. Jahrhundert. Ne, es gibt also das Normale, wo ich jetzt unterwegs bin. Hier, das ist dieses erste hier. Dann gibt es die Klingonen, dann, ich zeige euch einfach ganz kurz. Ja, also ihr könnt wirklich ganz viele Geschichten erleben. Jede Geschichte, jede Fraktion hat ihre eigene Geschichte, hat ihre eigene Einführung, hat ja auch ihren eigenen Heimatplaneten und es ist also sehr interessant. Man kann also wirklich hier das Klingonische Reich spielen sozusagen und dann als Klingone antreten. Oder man kann als Discovery, ja, also das ganz neue Star Trek, ja, mal spielen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Das ist dann also die Discovery-Geschichte. Das finde ich halt ziemlich cool, dass man auch verschiedene Geschichtsstränge spielen kann, sozusagen. Man kann als das Dominion spielen, ja, also Jem Hadar, falls ihr die noch kennt von Deep Space Nine und so. Dann kann man sogar diese Seite spielen. Das ist also auch möglich, dass ihr eine komplette gegnerische Fraktion spielt, also nicht nur die Klingonen, die jeder kennt und die normale Erde, sondern auch das Dominion. Dann könnt ihr die Original-Series, ja, also die Originalserie damals von 1968 oder so spielen und könnt dort in der Geschichte erleben, was da so alles an Quests im Spiel ist und wie das Tutorial da funktioniert. Also auch mit den alten Raumschiffen rumfliegen. Also auch hier die Möglichkeit, nochmal ganz anders die Sternenflotte zu erleben. Und wer kennt sie nicht, die Romulaner? Auch die Romulaner können wir spielen. Also auch diese haben einen eigenen Geschichtsstrang mit einem eigenen Planeten und sind überlebende Romulaner auf einer Kolonie. Also auch da die Möglichkeit, komplett anderes Volk zu spielen, komplett andere Raumschiffe zu haben. Es ist echt cool gemacht. Es ist super viel Inhalt drin im Spiel. Man fliegt zwar immer nur durch den Weltraum, aber jeder Planet, jede Fraktion hat halt dann doch ihre eigene Geschichte und ja, das macht es aus. So, und das hier ist die normale Sternenflotte, so hat man angefangen im Spiel. Das war so der Start damals, als Star Trek Online live ging und dann kam immer mehr dazu. Ne? Also das einfach nur mal kurz zur Übersicht an euch und an Metasmiss und Miramis. Ein herzliches Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, also das war es jetzt zu den, ja mittlerweile sind es 6 Fraktionen hier im Spiel, also wie gesagt, spielt einfach mal die Fraktion, die ihr am liebsten mögt und ja, versucht dann mal eine andere, es ist very much.
So, und jetzt spielen wir mal hier meinen 65er Garion. Das ist meine Hauptfigur mit meinem Hauptraumschiff. So, und da gehen wir jetzt mal rein. Es gibt jetzt wieder eine neue Episode. Ne, eine neue Staffel, muss man ja eigentlich hier sagen. House United. Ihr kennt ja Serien. Serien sind immer mit Staffeln aufgebaut. Und hier ist es jetzt so, es gibt eine neue Staffel. Bedeutet auch neue Folgen, also neue Episoden. Ja, das ist hier nicht so wie, ich queste mal die eine Quest und queste mal die andere und versuche da mal 10 Mobs zu killen und so, sondern hier spielt man eine Geschichte durch, eine Story sozusagen. Die Grafik, ja, sie ist gut, ja, es ist halt einfach das Problem, sie ist natürlich auch gealtert. The Alliance has agreed to a summit meeting with the... So, das sind jetzt die Hauptquests, die ich gerade bekomme. Ihr seht, da hinten ist aber auch schon ein großes Schiff, ne? Es ist ein bisschen, ja, sie laufen ein bisschen komisch, die Figuren, sie schießen ein bisschen komisch, manche Animationen sind abgehackt, aber das Feeling Star Trek kommt, glaube ich, doch ziemlich gut drüber, wenn man spielt, also es sieht doch sehr nach Star Trek aus, alles. So, und auch guten Abend an Opa Rainer, schön, dass du eingeschaltet hast, hier sind ja mittlerweile ganz schön viele online und ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wer ist alles da, ist, ob ich jemanden gesehen habe, ich arbeite dran, nicht alles fit, aber arbeite wieder, das ist ja schon mal gut. Metasmith ist wieder auf dem Damm, der war letzte Woche richtig krank. Metasmith ist mittlerweile VIP auf meinem Kanal, den habe ich zum VIP gemacht, weil er halt dann doch ziemlich viel mit mir persönlich quatscht, mal über den Kanal quatscht, mir auch geholfen hat, hier beim ersten Aufbau hier von diesem Soundmanager, das habe ich bei ihm abgeguckt und sowas, also deshalb ist er jetzt mal VIP, weil er halt auch einen eigenen Kanal hat. Ihr könnt auch alle VIP werden, wenn ihr Garen-Punkte sammelt. Ihr könnt Witze anfordern, ihr könnt Lebensweisheiten anfordern, ihr könnt Disco anfordern hier bei mir, Verwandlungen von mir. Also Garen-Punkte sammeln ist ganz wichtig. Dann habt ihr ganz viel Spaß hier auf dem Kanal. So, jetzt wollte ich euch aber eigentlich nichts über die Sternflotte und so, die Grafik und so erklären, sondern ich wollte heute auch wirklich spielen. Bedeutet, ich zeige euch erstmal, worum es geht. Ja, ich gehe erstmal hier in dieses Logbuch hinein und hier gibt es Episoden. Das ist eigentlich die Haupt, das worum es geht. Ja, das ist also eigentlich da, wo die ganzen Quests sind, wo man halt was tun muss. Metasmith, was ist das für ein lustiges Emote? Ein Herzkätzchen oder sowas. Das sieht aber schön aus. So, wenn er was nicht versteht, sagt Bescheid, ne? Dann machen wir auf jeden Fall lauter. Ich gehe gleich auch nochmal kurz auf meine Herausforderungen ein auf dem Kanal und was so gerade passiert ist so hier auf meinem Kanal, aber erstmal ins Spiel hinein. So, hier seht ihr, die erste Staffel hat mit der Klingonische Krieg angefangen und dann sind das die einzelnen Folgen, die man dann spielt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nach vielen, vielen Monaten, nachdem ich den Planetenkiller irgendwann besiegt habe, kommt jetzt die gesamte Galaxis. Ja, es gibt jetzt eine neue klingonische Geschichte. Ich müsste dort jetzt den Admiral rufen und dann kann ich diese Story machen. Hier geht es um Romulaner. Da, wo steht noch einmal spielen, habe ich die Geschichte schon gespielt. Die habe ich auch schon ein paar Mal gestreamt. Von daher brauchen wir die nicht zu spielen. Die Cardassianer. Ich weiß nicht, wie gut ihr Star Trek kennt oder wo ihr Fragen zu habt. Einfach in den Chat rein. Ich bin halt absoluter Star Trek-Fan. Ich gucke gerade wieder die originale Serie, die alte. Von daher, ja, ich bin voll in Star Trek drin. So, Vormarsch der Borg, ne? Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Kennt ihr vielleicht, ja? So ein, sieht so in etwa so aus. Moment, nicht so ganz, wie ich das jetzt einschalte, aber so ein bisschen in der Richtung, ne? So, wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Ich habe leider keinen Borg-Overlay gefunden. Und den hätte man so gut machen können hier für die Kamera, aber leider gibt's keinen. So, genau, das ist die Borg-Geschichte. Da sieht man so Würfel und kämpft sich durch diesen Würfel. Ich muss einfach mal mit euch durchgehen, weil dann weiß ich auch wieder, wo ich dran bin. Es war wirklich viel. Das war da, wo die Romulaner ins Spiel kamen. Hier gab es dann Neuromulus, gab es auch eine Geschichte auf diesem neuen Romulaner-Planeten. Und da muss man auch einiges für erledigen. Das hier war was ganz Verrücktes. Da kam dann Tuvok. Kennt ihr Tuvok? Habt ihr Voyager geguckt? Die Serie Voyager, Star Trek Voyager. Da war Tuvok dabei. Hier sind übrigens sehr viele Originalschauspieler vertont im Spiel. Und Originalfiguren, ja, sind hier auch mit im Spiel. Also
Es kann sein, dass wir heute auch wieder welche treffen, die ihr schon aus der Serie kennt. Knabbert gerne Möhren, habt nur Filme gesehen, die neuen und die Animationsreihe auf dem Unterdeck. Jagd Turok, nicht du. Donis? Dinos? Turok ist auch ein Spiel mit Dinos, ja, richtig. Aber Tuvok heißt er, nicht Turok. Also mit VOK. Ist ein Vulkan, ja. Nee, dann, wenn du die neuen Filme nur gesehen hast, bist du leider ganz woanders, in einer ganz anderen Welt. Dank an Opa Rainer für den Sticker hier sofort zum Anfang hin. Man sieht fast gar nichts auf dem Bild, weil überall nur Menüs sind. Das wird nachher besser, aber. Aber genau, oben in der Ecke hat Opa Rainer geklatscht und hat uns einen Sticker dagelassen. Dankeschön für die 50 Bits. So genau. Also das hier war eine Sphäre, ganz coole Sache. Da gab es eine Folge in Star Trek The Next Generation oder so. Da waren die in dieser Dyson-Sphäre drin. Die ist irgendwie 10-mal größer als die Erde oder so. Und innen drin kann man reinfliegen. Das heißt, das ist ein riesen Kreis im Weltraum, ein riesen Ball im Weltraum, in den man reinfliegt und dann innen drin die ganze Erde ist. Also innerhalb, nicht außerhalb. Ja, schwer zu erklären, aber wer die Serie kennt, total geil. Also die Solan-Dyson-Sphäre, dann questet man in dieser Sphäre drin und fliegt halt durch diesen Planeten innen drinne. Ziemlich coole Sache. So, dann der Delta-Quadrant, vielleicht kennt ihr den auch. Ne, da kamen auch wieder Feinde her. Den habe ich auch schon komplett durchgespielt. Also da ist zum Beispiel Harry Kim, ja, der Fähnrich von Voyager, von Captain Janeway. Da gehört er dazu. Da war er dann echt im Spiel. Der Ikruyanische Krieg, da haben sie neue Feinde eingeführt, die Ikurianer. Das war auch ganz cool gemacht. Hier war dann Tom Paris dabei. Auch wieder aus der Originalserie, auch wieder Originalsprecher. Ne? Also alles sehr an dem Original, Serien von Star Trek angelehnt. Also kein Abklatsch oder sowas. Wenn man also die Serie mag, mag man das Spiel. Auf jeden Fall. So, auch alles schon gespielt. Dann der Krieg von gestern. Dann gab es temporäre Probleme. Ne? Das gab es ja auch viel in der Serie. So Zeit. Zurücksetzer und wo man dann in der Zeit zurück oder in der Zeit vorwärts geflogen ist. Und sogar ein alter Film davon ist auch in dieser Zeitschleife. Aber hier haben wir einen neuen temporalen Krieg, falls er sowas mögt. Gibt also auch eine Zeitstory. So, zukunftssicher, da jetzt fängt es langsam an. Das habe ich jetzt. Das sind so die aktuellsten, die ich im letzten Stream so gespielt habe. Da ging es dann halt um einen Wiederaufbau, auch wieder mit Neuromulus. Ich kann euch das gar nicht alles so schnell zusammenfassen, weil es war echt viel, was man da so gemacht hat. Auf jeden Fall der Entscheidungskampf gegen die Sphärenbauer. Ja, also gegen die, die diese Sphäre gebaut haben, ein Kampf. Auch wieder temporale Kämpfe, auch wieder sehr cool gemacht. Also, es lohnt sich. So, wer kennt Geordi LaForge? Geordi LaForge ist von Star Trek Next Generation mit Captain Picard. Das war der mit dem Visor, der immer so eine Brille anhat. Der hat jetzt mittlerweile keine Brille mehr an. Der hat mittlerweile bessere Implantate im Auge und kann jetzt also auch ohne Visor leben. Und natürlich ein paar bekannte Klingonen sind auch mit da. Also sehr interessant, was hier so passiert. Aber wie gesagt, müsst ihr meine alten Streams angucken. Da gehen wir nicht drauf ein. So, aber jetzt. Ihr seht schon, ich habe das Spiel jetzt eine gewisse Zeit wieder nicht gespielt. Ein, zwei Jahre. Und da ist es jetzt so Gamma-Quadrant. Da, wo also das Dominion herkommt, gibt es hier jetzt eine neue Geschichte. Schließen sich dem Krieg gegen die Hurk an. Wer sind die Hurk? Was sind die Hurk? Das werden wir heute feststellen. Ich kenne sie noch nicht. Ich bin gespannt, was da passiert. Ja, ich bin gespannt, was das Dominion damit zu tun hat. Und dafür rufen wir gleich unseren Admiral. Der Kontakt, der Admiral gibt uns die Quest. Und dann seht ihr, wir werden heute, glaube ich, nur dieses eine hier machen. Also in den anderthalb Stunden, die ich heute streame oder zwei,
schaffen wir nur eine Episode. Es ist, wie gesagt, eine Geschichte, eine Serie, ein Teil der Serie. Ne? Also eine Folge, wie man so schön sagt. Und dann der Rest, ja, vielleicht schaffen wir auch zwei, wenn alles gut läuft, wenn es nicht so viel ist. Aber ihr seht schon, die schalten sich alle frei. Odo, wenn ihr Deep Space Nine kennt, ist ein Gestaltwandler, der im Eimer gelebt hat, als Flüssigkeit, der Sicherheitschef von Deep Space Nine. Ferengis Quark ist hier, ja, also auch Quark, der aus dem, der Barbesitzer von Deep Space Nine. Captain Nock ist sein Sohn, ne, ist jetzt Captain geworden bei der Sternenflotte. Also, ja, ich hoffe, ihr kennt das alles, sonst erzähle ich euch hier totalen Quatsch, aber ich glaube, wir gucken auch bei Star Trek Liebhaber und die wissen dann, wen sie alles zu erwarten haben. Alles Originalsprecher, alles Originalleute hier von den Serien. So. Nock ist, glaube ich, Aaron Eisenhardt oder so heißt, der ist, glaube ich, verstorben. Also einer ist verstorben schon, der Ferengis, in Real Life. Das war ein bisschen schade. Der hat nämlich auch Interviews gegeben, dass er bei dem Spiel mitmacht und so. Und dann war er leider verstorben. Ich weiß nur nicht mehr. Aaron Eisenberg. Genau. 21. September 2019 ist er verstorben. Richtig. Der hat dann hier noch in dem Spiel mitgemacht gehabt und war dann die Rolle von Aaron Eisenberg. Nierentransplantation hatte er. Der hat also ziemliche Probleme gehabt. Genau, Ferengi Nock. Der war also... Den erleben wir heute nochmal. Vielleicht, wenn er auch schon bei den Episoden jetzt dabei ist. Das weiß man natürlich nicht. Aber der war hier noch Captain Nock ganz aktuell dabei. Also die Folge ist jetzt schon von 2019. Ja, 2 Jahre her. Ne, da habe ich aufgehört. Hier habe ich noch gespielt, da nicht. Passt also genau hin. So, von daher... Den treffen wir vielleicht. So, und dann gibt es jetzt schon wieder neue Staffeln. Also, so wie bei Walking Dead oder wie bei anderen Serien. Age of Discovery. Da kommen wir dann irgendwann hinein, wenn ich mit dem Gamma-Quadranten fertig bin. Dann Eulas Discovery. Eine alte Rivalität verändert den Lauf der Zukunft. Ich weiß nicht, was uns da alles noch erwartet. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich cool, was da noch alles kommt. Und dann noch der Klingonische Bürgerkrieg. Klingone gegen Klingonen. Jempok. Boah. Konflikt zwischen Jempok und Ulla. Das ist aber auch mal cool. Die Klingonen hauen sich gegenseitig auf. Tja. Die Rübe. Kanzler Jempok sieht nach der neuen Serie aus. Also aus der Netflix-Serie mittlerweile. Ich bin schwer gespannt. Was da noch alles kommt. Sehr cool. Okay, jetzt muss ich mal kurz nachlesen. Spielewunsch ist ja wieder teurer geworden. Er kennt sich aus. Opa Rainer klebt einen LOL-Sticker. Genau. Ja, also, jetzt, wir nehmen kurz die Mission an und dann erzähle ich ein bisschen was zu meinem Kanal und dann geht's los. So, Sturmwolken ziehen auf. Die Angriffe des wiedererweckten Feindes eskalieren. Weshalb das Dominion und die Allianz versuchen, gegen die Kirk zueinander zu finden. Die Kirk. The Alliance has agreed to a summit meeting with the Dominion to discuss the return of the Herc, and what can be done to prevent their aggression from devastating all 4 galactic quadrants. Despite recent events, we've agreed to host the summit at Deep Space Nine. None of the galactic powers are comfortable hosting a Dominion fleet deep within their territory. Meet with me at DS9 prior to the beginning of the summit. I'd like to discuss our options. Gehen Sie zur Deep Space Nine und treffen Sie die Fraktionsanführer. Es gibt Erfahrung, es gibt Expertise, es gibt Ketra Zell-White. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Das ist für die Jem'Hadar so eine Droge, damit die gut laufen. Die Lithium-Erz, damit die überhaupt laufen. Damit hat man die abhängig gemacht, dass sie dienen, sozusagen. Und ja, und dann natürlich lila Items. Das ist immer gut, kann man immer gebrauchen. Vielleicht für meine Bewaffnung in meinem Raumschiff. So. Die anderen Quests sind jetzt die anderen Episoden, die nehmen wir jetzt nicht an. Wir machen also Sturmwolken ziehen auf. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe zwar gesagt, es sind die Originalsprecher und die bleiben auch Englisch. Genau. Also,
Sprache Deutsch, Spiel ist Deutsch, alles gut übersetzt, alles wunderbar. Aber Sprachausgabe oft auf Englisch, muss man mit leben, ist leider so. Aber kommen wir, glaube ich, mit klar. So, wir waren jetzt auf der Sternenbasis über der Erde. Ich gehe einfach mal ganz schnell nochmal ins Space Dock auf der Erde. Also wir beamen jetzt runter auf die aktuelle Erde, wie sie so aussieht im Spiel. Also die Sternenflottenakademie in San Francisco. Da sind wir jetzt. Ich mache jetzt hier mal das Fenster ein bisschen kleiner. Ich glaube, das brauchen wir heute nicht so groß. Dann habt ihr vielleicht nicht ganz so viel Anzeigen im Bild. So. Und da ist sie. Seht ihr sie? Die Golden Gate Bridge. Ja, wir sind also wirklich hier in San Francisco. Unter der Golden Gate Bridge ist die Sternenflottenakademie. Falls ihr das schon immer mal wissen wolltet und nicht zu fragen wagtet. Jetzt habe ich es euch verraten. Faszinierend, oder? Und da drüben ist San Francisco an sich. Hammer, oder? Sieht gut aus, ne? Ja, so sieht's aus. Also, man kann auch auf die Planeten. Im Moment laufen wir nur, gleich fliegen wir auch. Was sagt er? Fragt Opa Rainer. Genau, das ist Englisch, Opa Rainer. Sorry, aber das muss jetzt mal sein. Das, was er sagt, könnt ihr auf Deutsch in der Quest durchlesen. Wenn das zu klein ist, kann ich die Schrift, glaube ich, größer machen. Also, die Quests müsste man leider lesen hier. Das ist so. Das ist das Problem bei Star Trek. Man muss lesen, wenn man das mit Englisch nicht versteht, was er sagt. So. Danke für den Applaus. Auch wieder hier für die 50 Bits, eben für die 25 Bits. Unten im Kanal, da ganz, ganz hinten unten rechts, seht ihr die Sticker-Party. Ja, die füllt gerade der Opa Rainer immer auf, wenn er cheert und Bits abgibt. Und wenn die voll ist, dann dürft ihr alle kostenlos Sticker benutzen und diese Geräusche machen. Und von daher, ja, danke an Opa Rainer, dass der immer kräftig mithilft, diese Sticker-Party zu füllen. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Spiele. Opa Rainer hat das Spiel Skyrim angefordert. Das werden wir nächsten Monat spielen im Juni. Und der Metasmith hat Xenoblade Chronicles? Ich glaube ja. Xenoblade Chronicles 2 angefordert, oder? Oder was? Ne, Monster Hunter war was anderes. Ich glaube, das war das Spiel. Auf jeden Fall habe ich es auf meinem Kanal stehen und hier eine Belohnungsanfrage. Ich muss nochmal gucken, das Spiel ist echt zu kompliziert, der Name. Ich weiß gar nicht, was ein Xenoblade ist. Ja genau, Xenoblade Chronicles 2. So, und da kommt jetzt am Anfang Juni endlich meine Capture Card und dann werde ich da mal die Switch benutzen. Vielleicht habe ich mir mal vorgenommen, dann Zelda zu spielen und von euch Anleitung dazu zu bekommen. Weil ich komme bei Zelda einfach nicht klar. Ich kann mit dem Spiel nicht umgehen. Ich glaube, da würde ich mal Zelda spielen dann auch, wenn ich so eine Capture Card habe und mal hoffen, dass er mir irgendwie helfen könnte, was ich da machen muss. Ich laufe da rum wie so ein Doof in der Gegend und hau da irgendwelche Goblins um. Also, Xenoblade Chronicles ist gewünscht, wird gespielt und und Skyrim wird gespielt. Das ist eins der DLCs, die ich noch nicht durchgespielt habe. Dreimal mindestens, also dreimal 2 bis 3 Stunden, also 9 Stunden jedes Spiel. Von daher wird hier auf dem Kanal zwischendurch noch was anderes als Elder Scrolls, Assassin's Creed und WoW laufen. Wie heute auch zum Beispiel. Jo, mega fix. Nein, ich habe im Mai mich erstmal gewöhnt an Twitch und habe da noch keine großen Investitionen jetzt an Hardware oder so gemacht, aber jetzt sehe ich ja, es funktioniert. Ihr seid da, Leute followen, Leute bleiben sogar als Abonnenten da. Das ist ja sowieso, hätte ich ja nie gedacht, dass einer mal auf den Abo-Button drückt, aber funktioniert auch. Und von daher, genau, habe ich mir gesagt, jetzt kannst du auch mal dich mit der nächsten Hardware-Investition beschäftigen. So. Ich habe mich für die Elgato entschieden und die interne. Ob die dann funktioniert und wie die funktioniert, das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht versprechen. Ne? Das auch nicht die 4K, sondern nur die HD Elgato. Also 4K brauche ich nicht. Das schafft mein Rechner einfach nicht mehr. Also ich kann sowieso nichts auf 4K spielen. So, genau. Und weil der Metasmith und der Opa Rainer 2 Spiele angefordert haben,
ist es jetzt so, dass ich diese zwei Spiele erstmal spielen muss, erstmal testen muss. Und deshalb habe ich die Spiele was teurer gemacht. Also generell darf man nicht mehr als 7 Tage diese Belohnung ausschalten. Und ich habe die jetzt für 7 Tage erstmal pausiert. Und nach den 7 Tagen dürft ihr wieder Spiele aussuchen. Aber die sind ein bisschen teurer geworden, weil sonst werden zu viele Spiele. Sonst komme ich im Moment nicht hinterher. Deshalb muss ich erstmal ein bisschen teurer machen wieder. So, Miramis hat Garis Lebensweisheiten angefragt für die Gari-Punkte und dann kriegt er jetzt mal eine Lebensweisheit. Die kenne ich erst seit kurzem, aber die gefällt mir super. Die habe ich mir also wirklich vom Praktikanten sagen lassen und ich fand die sehr gut. Ich finde die ist vorsichtig ausgedrückt, aber trotzdem sehr prägnant. Mal bist du der Hund und mal bist du der Baum. Fand ich gut. Mir hat die gut gefallen und es ist ja wirklich so im Leben, ne? Also, bei manchen Sachen hat man mal was zu sagen und bei manchen Sachen kriegt man immer eine drauf. Also, von daher, ich fand die super gut, diese Lebensweisheit. Und Opa Rainer hat sie wieder gar nicht gefallen. Opa Rainer furzt uns mal wieder hier in den Stream rein. Der senkt wieder das Niveau hier richtig schön runter. Danke dafür, Opa Rainer. Und ja, okay, die war nicht so gut. Ich habe noch ein paar andere. Nochmal. Opa Rainer ist immer der Hund, genau. Der lässt sich nicht zum Baum machen hier. Sehr gut. So muss das sein. Ach, was ist das hier schön. Nee, jetzt machen wir aber mal richtig Action. Ne, jetzt wollen wir auch mal die Geschichte erleben. Wir wollen ja uns ja nicht die ganze Zeit hier die Golden Gate Bridge angucken. Ach so, wie komme ich denn jetzt nach oben? Hochbeamen, da unten steht's. Manchmal ist es hier oben das Hochbeamen, manchmal hier. Ich will nicht ins Raumdock. Ich will ins Solsystem. So. Beamen Sie mich hinauf. So. Beam me up, Scotty. Auf geht's. Jetzt geht's mal ins Weltall. Jetzt werdet ihr da das Ganze ein bisschen anders sehen. Was ihr bis jetzt hier gesehen habt, war alles so indoor. Jetzt sind wir im Sol-System erstmal. Also wie gesagt, ihr lernt heute so ein bisschen die Grundbedienung. Im nächsten Stream erzähle ich den ganzen Kram nicht nochmal. Dann werden wir die Geschichte weiterspielen, einfach so wie es gerade läuft. Weil sonst ist es zu viel. Okay, die Geschichte bezüglich der Community-Herausforderungen. Die ist jetzt beendet hier bei mir. 100.000 Punkte hätte da sammeln müssen zusammen. Dann hätte ich auch samstags gestreamt. Das habt ihr leider nicht geschafft. Wir sind genau bei 1% rausgekommen. Noch nicht mal. 610 Punkte sind zusammengekommen. Also, ja, die Spieler haben mich, glaube ich, nicht Samstag sehen wollen, wie es aussieht. Die Zuschauer. Von daher, Samstag wird erstmal noch nicht gestreamt, außer für so Special-Zeiten, für Special-Spiele, die ihr anfordert und so. Aber nicht regelmäßig. Erstmal. Also die Community-Herausforderung haben wir noch nicht mal zur Hälfte geschafft. Von daher muss ich die Punkte zurückerstatten, steht da. Aber geht gar nicht. Ansonsten musst du alle Gari-Punkte erstatten. Ich weiß nicht wie. Ich habe die Option nicht gefunden, Leute. Tut mir leid, die kommen. Die 610 Punkte kriegen die Leute wieder, die reingesteckt haben. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Genau. Und Opa Rainer gibt uns hier wieder 50 Bits. Ich fand's auch traurig. Ich fand's wirklich traurig. Ne? Also, ich hätte gerne auch mal samstags gestreamt, aber wenn ihr nicht wollt, wenn ihr lieber Witze wollt oder sowas, dann ist das auch okay. Spaß beiseite, ich werde nochmal eine Herausforderung demnächst reintun, dann auch für weniger Punkte und dann, ja, dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. So, jetzt werdet ihr erschlagen von Menüs und von Punkten, von Menüs und von irgendwelchen Anzeigen hier unten. Also jetzt ist es ein bisschen schwierig, jetzt sind wir im Weltall, ich gebe mal ein bisschen Gas hier, ich lasse mal rumfliegen, so, ne, so fliegen wir mal gerade schon mal so ein bisschen. Und das sind jetzt alles andere Spieler, wie gesagt, MMORPG, ja, es sind andere Spieler hier. Und die haben auch eigene Raumschiffe. Ja? Jeder hat ein anderes Raumschiff. Ich habe zum Beispiel eigentlich ein normales Raumschiff, aber mit Borg-Erweiterungen und sowas alles. Und genau, und man kann relativ gut hier fliegen. Ich bin noch in der Nähe der Erde. Und das hier sind die Fähigkeiten meiner Offiziere. Seht ihr meine Maus? Ja, ne? Das sind alles so Fähigkeiten von den Offizieren. Die roten Offiziere sind die Kampfoffiziere. Die kann man alle selber benennen, die kann man selber hier reinbringen.
Die gelben sind die Techniker, also so Schildtechniker und Strahlentechniker. Und die blauen sind die Mediziner. Also da ist es so, da wird man von geheilt und so. Ne? Heiler, also Wissenschaftler, Heiler, Techniker, irgendwelche Buffs und so ein Krimskrams und Damage. Ja? Also Rot, Tank, Damage. Einfach mal zur Erklärung. Alles das hier sind, wie gesagt, Spieler. Das ist alles kein Fake, was hier rumfliegt. Ja? Das sind alles Originalspieler. Wir könnten auch ins Raumschiff gehen, wir könnten auch durch das Raumschiff durchlaufen, machen wir aber jetzt nicht, weil wir wollen einfach mal weiterkommen. Und ich fliege jetzt, noch sind wir ne, in einem kleinen Bereich der Galaxis. Das hier ist die komplette Galaxis. Ja, also, das ist der komplette, das ist der Delta-Quadrant und das ist hier der Alpha-Quadrant und hier, das ist der, ne, also, wir sind hier gerade an der Sonne. Hier, Sol. Ja, Earth Space Dock. In dem Bereich sind wir gerade. Wir sollen zu Deep Space Nine fliegen. Das ist hier. Wir könnten das verkürzen. Man kann das hier alles im Spiel verkürzen. Man hat so Transwarp und allen so ein Krimskrams. Aber ich zeige euch einfach mal, wie man da hinfliegt, damit ihr einmal seht, was das denn für ein Aufwand ist, da hinzukommen. Boah, das ist aber ein dickes Ding, du. Also manche haben ja Schiffe, da glaubt man ja gar nicht, dass da noch Raumschiffe sind. Also coole Schiffe. So, damit ihr aber mal seht, warum habe ich denn jetzt hier so ein Schiff oder wie geht denn das mit dem Schiff? Ist eigentlich so wie ganz normal auch bei anderen Spielen. Ja, vor allen Dingen bin ich überlaufen, das ist halt irgendwie normal bei mir. Aber hier seht ihr das. Man hat also einmal seine eigene Figur mit seinen Skills oder seinen Modulen, die man eingebaut hat, seiner Waffe, seinem Schild, seinen Buffs hier, ich habe ein paar Tribbles dabei und so weiter. Und dann habe ich halt einmal hier die USS Metatron im Moment und dann noch so ein kleines Shuttle. Da fehlt mir sogar noch ein Schiff. Können wir noch was reinsetzen, was ich gerade noch im Inventory habe? Was ich noch im Hauptinventar... So. Und dann ist da jetzt auch noch mal was drin. Und dann sind das hier alles meine Leute, die ich mit auf die Planeten nehmen kann, die dann mit über die Planeten laufen und uns dann helfen können. Also auch die kann man ausrüsten, die kann man befördern, kommandieren, dann kriegen die neuen Skills, ne? Also Fähigkeiten. Travis hat Fähigkeiten, ne? Jeder von denen hat eigene Fähigkeiten, wie eben gesagt, Heiler, Tank und Techniker, und die muss man halt dann einfach, dann die Bodenfähigkeiten, ne, auf dem Planeten und dann die Fähigkeiten im Weltall. Also, was können sie, wenn sie rumballern im Weltraum? Was können sie, wenn sie über den Planeten laufen? Das muss man alles machen, aber man fängt ja an mit einer Figur. Und dann kriegt man als erstes Schiff, dann kriegt man die ersten Teammitglied und dann lernt man das alles. Ich bin halt ziemlich weit im Spiel. Ist halt schon ziemlich viel, was ich hier habe. Darum, das erschlägt euch jetzt alles ein bisschen, aber so ist es halt, wenn man ein Spiel länger spielt. Bei Elder Scrolls gibt es zum Glück nur unten 5 Skills. Hier ist es ein bisschen anders. Ja, hier gibt es schon alleine 4, 6, 8, 10, 30 Skills hier unten plus dann die Offizierskills und die benutzt man auch im Weltraumkampf. Also da drückt man auch drauf, die muss man auch kennen. Ja, ich kenne sie noch so ein bisschen. Wir werden die Weltraumkämpfe wohl schaffen. Ich hoffe es jedenfalls, ich weiß es nicht genau. Es wird gleich wieder richtig Action geben. So, und dann gibt es Ruf und man kann Ruf bei den die verschiedenen Fraktionen hier holen und kriegt dafür Belohnungen. Es gibt eigentlich alles. Es gibt, hier kann ich die Station wählen, wo meine Leute drauf sind, wer auf welcher Station sitzt und so weiter, auf meinem Großschiff, auf meinem Kleinschiff. Und dann gibt es noch Eigenschaften, die ich habe, also richtig viel Info. Und dann hat man noch eine Mannschaft, die zwischendurch arbeiten geht, die man dann hier so auf Arbeit schickt, wo man dann noch verschiedene Stränge entwickelt. Das ist Crafting. Das ist die Crafting-Bereich, wo man halt seine ganze Mannschaft auf irgendwelche... Oh! Ulzi 1980! Dankeschön! Vielen lieben Dank für dein Follow. Das freut mich sehr, dass du sogar bei Star Trek hier mal einschaltest. Das spiele ich sonst nicht und auch bei Star Trek kommt mal jemand dazu, das freut mich. Und, oh, sagt er da. Genau, ja, ich finde das cool, weil ich lasse dir mal ein Follow da. Sehr nice, danke sehr. So, jetzt aber genug von dem Crafting-Bereich. Also hier craftet man dann halt, man kann alles Mögliche bauen, Kanonen bauen, man kann Schilde bauen,
Ne? Also auch hier Rüstung und ach, es ist so viel. So, jetzt gehen wir mal außerhalb des Sonnensystems hier. Dafür gibt es hier verschiedene Knöpfe. Das ist einmal Transwarp. Da kann ich den Quadranten sofort wählen. Oder ich sage hier einfach, dieses Sonnensystem jetzt erstmal verlassen. So. Und dann wechseln wir in den weiten, weiten Weltraum. Jetzt sind wir im weiten Weltraum. Jetzt sind wir nochmal in einem anderen Bereich. Ne, das ist jetzt, jetzt zeige ich euch die Map. Jetzt sehen wir auch hier, wo wir gerade unterwegs sind. Moment, ich muss jetzt gerade mal schauen. Wo sind wir? Da sind wir. Jetzt fliegen wir hier gerade nach Pejem, nach Agelius. Jetzt können wir also auch die einzelnen Planeten anfliegen und dort landen, wenn wir das wollen. Ja, also das geht. Ne, das, da ist ein Pejem-System und so. Ne? Das sind jetzt alles Planeten oder Sonnensysteme, die man anfliegen kann. Ja, also alles, was ihr hier seht. Ich kann auch schneller fliegen. Ne, ich habe hier noch so eine Beschleunigung, damit ich schneller vorankomme. So, aber ich fliege falsch, weil ich muss ja da nach Deep Space Nine. Ich muss jetzt mal eine Kurve drehen. Moment. Ich muss jetzt den Quadranten wechseln. Sonst kommen wir nicht nach Deep Space Nine. Boah, ich muss Transwarp ausschalten, der ist zu schnell. Da kriegt man die Kurve nicht. Wenn man zu schnell ist, kann man nicht so gut lenken. So, nächstes System. So, Astronomie aktivieren heißt, man kriegt dann auch so ein bisschen gezeigt, auf welcher Höhe man ist. Ne, man kann ja auch oben und unten fliegen. Ja, ich könnte jetzt nach oben, seht ihr das? Oder nach unten. Also man kann auch die Ebene sozusagen wechseln. Man greift mal Raumschiffe von unten an, mal von oben an im Kampf. Also umso langsamer man fliegt, umso wendiger ist man. Ne? Das kennt ihr ja bestimmt. Ne? Dann kann man auch hier so schneller um die Kurve. Ne? Gute Kurvenlage. Ja, wunderbar. Das klappt doch super hier. Ja, also hier werden auch Kämpfe gemacht. Das ist jetzt nicht nur hier Reisezeit, sondern es gibt nachher auch Kämpfe im Weltraum. Werdet ihr doch noch sehen. Jetzt hier nicht auf der Astronomiekarte. Das ist jetzt wirklich die zum Risa, der Vergnügungsplanet. Kennt er den vielleicht? Wenn er die Serie kennt, vielleicht kennt er ihn. So, also alles dabei. Orion, die blauen Leute mit der Antenne oben auf dem Kopf, die Orioner. Ne, die alles dabei im Spiel. Hier unten ist irgendwo Klingonos, Klingonenplanet. Kann man überall hinfliegen. Kann man besuchen. So, wir wechseln in den Alpha-Quadranten. Und jetzt geht es nach Deep Space Nine. Jetzt kann man ein bisschen einfacher fliegen. Jetzt sagt man hier Systemliste und sagt, ich will nach Deep Space Nine. Kann man auch oben eingeben, also kein Problem. Deep Space Nine und dann Doppelklick und jetzt fliegt er los. Ne, jetzt braucht man sich nicht mehr zu kümmern. Ne, und jetzt seht ihr wieder hier auf der Karte. Jetzt fliegt er dahin. Ne, also, wenn man erstmal im richtigen Quadranten ist, jetzt mal nochmal in dem näheren, dann sieht man auch, wie er dahin fliegt, wo er hin soll. Dann kann man einfach Doppelklick auf Systemliste machen, wenn man im richtigen Quadranten ist. Oder halt per Transwarp sofort hin. Das kostet aber manchmal Credits, Geld oder was weiß ich. Ich weiß es gerade nicht, was es alles kostet. Auf jeden Fall macht es Sinn, sich in einen von den Quadranten hinzubeamen. Man kann aber auch die Quest hier aufrufen. Sturmwolken ziehen auf. Ne? Seht ihr hier? Das ist die Quest jetzt, die ich hier habe. Und da kann man auch hier auf Transwarp drücken und dann sagt er, Sie können per Transwarp zu dieser Mission fliegen. Dann ist man auch sofort da. Also ihr müsst nicht immer so hier rum eiern wie ich durch das ganze Weltall fliegen. Ne, das ist jetzt nur mal zur Präsentation, wie lang man fliegt. Wie lang fliegt man wohin? Wie groß ist das Spiel? Was gibt es hier immer für verschiedene Planeten? Ja, also man kann jeden Planeten, wie gesagt, mal anfliegen und kriegt dann auch was dazu gesagt. So, da kommt jetzt langsam Deep Space Nine auf uns zu. Jetzt sieht man es auch oben auf der Minimap. So, da ist Bajoranisches Wurmloch, ne? Da wechselt man zu den Jem'Hadar-Bereich. So. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wo man landet. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Das ist jetzt das Bajor. So, und jetzt beginnen Sturmwolken ziehen auf. Dann beginnt die Storyline jetzt. Ja, dann beginnen wir mit der Geschichte. Oder Deep Space Nine anfliegen. Dann würden wir einfach nur auf diese Weltraumstation gehen und uns Deep Space Nine angucken. Das Quarks und so weiter. Und die Com, ne? Also die Brücke und so weiter. Oder wir könnten zum Wurmloch
zum Gamma-Quadranten, ne? In den anderen Quadranten fliegen, da wo das Dominion ist. Aber wir fangen mit der Geschichte an. Darum spiele ich die Spiele. Wegen den Geschichten, wegen den Quests. Und jetzt werdet ihr gleich Kämpfe sehen und alles Mögliche. Wir haben den Denorius-Gürtel erreicht, Admiral. Ich erfasse mehrere zivile Schiffe und die Flaggschiffe der Teilnehmer auf den Sensoren. Das ist jetzt mein Kommandant, darum redet er nicht. Darum hat er keine Sprachausgabe. Ist kein Questgeber oder so. Es ist einfach nur ein bisschen Geschichte von meinen Leuten, die auf meinem Schiff sind. Darum, die haben nicht alle Sprachausgabe. Man kann ja so viele verschiedene Rassen und Klassen und Leute auf das Schiff holen. Würde keinen Sinn machen, wenn die alle reden könnten. Oder würde schon Sinn machen, aber ne? Das kann keiner finanzieren. Die Station ist immer noch von den kürzlichen Angriffen beschädigt, doch die kritischen Systeme scheinen repariert zu sein. Ihre Schadenskontrollsysteme müssen Schadenkontrollteams müssen Überstunden gemacht haben. In der Tat, Steuermann, bringen Sie uns zur Station. Please, we're low on fuel and supplies. We need help badly. Wir haben kaum noch Treibstoff oder Vorräte. Wir benötigen dringend Hilfe. The High Council has announced several challenges to the Empire, worthy of a warrior such as yourself. Would you like? Ich muss mal gerade meine Kamera woanders hinstellen, sonst seht ihr das nicht, was sie sagen. Weil das ist immer an diesem. Das ist immer an dieser Seite. Wo stellen wir jetzt die Kamera hin? Ich glaube mal hier oben in der Ecke, dann könnt ihr das wenigstens lesen, was sie sagen. So, das letzte war, sagen Sie dem Botschafter, dass jegliche Aggression seitens der Gemma da tödliche Folgen haben wird. Das war ein Klingone, ne? So, dann gehen wir mal näher an das Ding hier ran. Hier steht, was ich machen muss, die Quest, mit dem Kommandozentrale sprechen, zur Deep Space Nine reisen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das hier unten kenne ich gar nicht, dieses andere, was hier immer im Hintergrund so zu sehen ist. This is Station Control. Welcome to Deep Space Nine. Your docking clearance has been authorized. Several of our docking facilities were damaged in the recent conflict. Please proceed to the provided coordinates. Ja, also ihr seht, es gab Krieg, ne? Deep Space Nine wurde mal angegriffen, ist ziemlich kaputt mittlerweile und wir versuchen. Aber wenn wir eben drauf geportet wären, wäre es ein vernünftiges Deep Space Nine. Nur wegen der Geschichte, wo wir gerade dran sind, wegen dem Angriff der Herc, müssen wir jetzt gucken, dass wir hier helfen. Also, Captain Nog is waiting to meet with you on the promenade at your earliest convenience. Enjoy your stay here at the station. Jo, den werden wir doch genießen, den Aufenthalt. An DS9 andocken. Ein Außenteam wird sich bereithalten, während Sie am Gipfeltreffen teilnehmen, Admiral. Sind Sie bereit, zur Station zu beamen? Yes. So, und welches Team nehme ich mit? Ich nehme einen Tank mit. Ein Damage-Dealer sozusagen, einmal Scorpion als, ich habe die so genannt, wie ich gerade wollte, ne? Einen Heiler, einen Buffer und noch einen Heiler. Bei mir kann man nie genug Heiler dabei haben. Ne, ich bin auch Damage-Dealer, deshalb, ne? Also zwei DDs, zwei Heiler, ein Buffer sozusagen. Wenn das schon ist, wird es Kämpfe geben auf Deep Space Nine. Wenn man das ganze Team mitnimmt, wird das keine gemütliche Mission. Also, wenn man alleine runterbeamt, ist es meistens Geschichte. Wenn man das Team mit runterbeamt, gibt es einen Überfall oder irgendwie sowas. Ich habe auch Mass Effect gespielt. Ja, genau. Da kann man ja sogar mit seinen Mannschaftskollegen sich ja, verheiraten oder was weiß ich alles. Ist so wie Dragon Age halt. Hello. Nice to be working with you again. I've been assigned to assist you here on the station. The leaders of the four major delegations have asked to meet with you prior to the summit meeting. Their offices are located here on the promenade. So, das ist also der Sohn von Quark. Der ist hier Captain geworden, ist jetzt also wichtig und sagt mir, was wir machen sollen. Und das ist original englischer Sprecher, nur leider, wie gesagt, der Original-Schauspieler ist und Sprecher sozusagen ist jetzt verstorben. In Ordnung, Captain. Da ist er. So. Wir sind also jetzt hier auf Deep Space Nine. Ja, er ist wirklich so klein. Also so sind Ferengis nun mal. Ne? Das sind halt die, die ein bisschen Gauner sind eigentlich. Darum passen die hier gar nicht irgendwie zur Sternenflotte, aber... Ja. Ambassador Odo is here, coordinating security efforts. Genau, Odo ist auch hier. Da ist er. Falls er den kennt.
I'll be blunt. The Herc have decimated most of the Dominion. All but one fleet gone. It's all the Jem'Hadar can do to keep our remaining worlds from being laid waste. There is no diplomacy with the Herc. We don't know why they're attacking. We're not even sure where they're coming from. I'm sure there are those in the Alliance who would be content to let the Herc destroy us. But where do you think they'll turn once they're finished? Sicherheitschef Odo, ja, hat uns jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was passiert ist. Alles außer einer Flotte ist noch übrig. Die Herc haben den Großteil des Dominions vernichtet. Nicht der Sternflotte, nicht der Klingonen, sondern des Dominions. Also die, die bei Deep Space Nine in der Serie am Anfang die Gegner waren. Am Ende gab es natürlich dann Frieden und so weiter, ist ja klar. Ist ja bei Star Trek immer. Es geht ja immer um Frieden und Liebe und man mag sich, ne? Es gibt zwar ein paar Kämpfe, aber es ist nicht so wie bei Star Wars, so Sternzerstörer, 3 Millionen Folgen lang immer nur Krieg, sondern ne, hier geht es auch oft um Liebe. Nicht die Liebe, die ihr jetzt meint, sondern wirklich Freundschaft und Zusammenhalt, gemeinsam verbündete Völker. Es geht viel um Technikkram. Das geht halt bei Star Wars ganz anders. So, eine gute Frage, Botschafter. Also, was sagen die? Ich bin sicher, dass es einige in der Allianz gibt, die uns vor den Herc vernichtet sehen wollen. Die uns von den Herc vernichtet sehen wollen jetzt. Doch was denken sie, wen sie danach angreifen werden? Tja, uns, ne? Das Sonnensystem. So, das hier sind die aus dem Dominion. Ist schwierig zu verstehen, wenn ihr das, die Serie nicht kennt. Er ist ein Gestaltwandler. Er ist der Führer im Dominion. Ja, also die Gestaltwandler sind die führenden Kreaturen, Rassen, ja, die führenden Bösen waren sie halt in der Serie. Mittlerweile, wie gesagt, verbündet. Er war der Einzige, der abgehauen ist. Die anderen Gestaltwandler sind die Anführer des Dominion. Das hier sind die Untergebenen, Veyun, ne, das sind die, die halt, der ist aber echt gut getroffen worden von der Serie aus. Genau, das sind die, die diese Jem'Hadar hier mit dem Ketrazel White, also die hier befehlen die hier haben die Drogen, also dieses Ketrazel White, was die hier brauchen, damit sie weiterleben können, das ist die Kriegersparte sozusagen vom Dominion. So, und die haben nur noch eine Flotte übrig, die sind also von den Herc angegriffen worden. Dadurch, dass sie unsere Freunde sind, müssen wir denen jetzt helfen. Ja, Star Trek halt. Kompliziert. Tut mir leid. So. Okay, machen wir mal weiter. Wen haben wir denn da vorne noch, wen wir besuchen müssen? Einen anderen Fraktionsanführer. Admiral Quinn's office is behind those doors. So, das ist Admiral Quinn. Das ist der von uns, unser Leiter, unser Chef. Also mein Chef. Ich bin zwar Flottenadmiral, aber der ist nochmal ein Admiral wichtiger. Und von daher hören wir doch mal, was er sagt. The results of this summit could have long-lasting effects. A number of our allies, particularly the Klingons, consider the Herc to be a Dominion problem. The Federation sees this as a chance to improve relations with the Dominion. Having allies in the Gamma Quadrant instead of enemies would be a great step toward galactic peace. So, Diplomatie pur, ne? Wir sagen, wir möchten eigentlich dem Dominion helfen, damit wir dort im Gamma-Quadranten einen Verbündeten haben statt einen Feind. Und wollen denen gegen die Herc helfen. Instead of the Klingons. Die Klingonen haben keinen Bock, dem Dominion zu helfen. Ja, die Klingonen sind immer ein bisschen, ne, direkter. Die haben keinen Vertrag mit nix. Ich mag die Klingonen nicht. So, aber gut, man kann es auch hier spielen. Gucken wir mal, wen wir denn noch als Chef hier sehen. Irgendwo hier. Here is Proconsul Detan's office. Proconsul Detan. Ja, ihr seht schon, das ist die Fraktion der Klingonen, ne, und der Remulaner, also der etwas kriegerischen. Man könnte es fast vergleichen, die Menschen sind mehr so die Allianz bei WoW und das hier ist mehr so die Horde, ne, bei WoW, also die ein bisschen gruseliger drauf sind. Kriegerischer. This summit may be difficult. While your people will see a path toward peace, I suspect the Klingons will feel the opposite. There is no love lost between them and the Dominion, or the Herc for that matter. The Republic position is one of pragmatism.
A weakened Dominion will be easier to deal with, and the Herc are a threat no one can ignore. Verstanden, Prokonsul. Ja, also die Klingonen sind voll dagegen, aber auch bei denen intern ist nicht ganz klar. Vielleicht wollen sie doch helfen. Na, das ist ja dann schon mal ganz gut. Und dann fehlt uns jetzt noch Kanzler Jempok. Das sind die reinen Kanzler Klingonen. Jempok has an office here. Also das sind jetzt die... Das ist ein bisschen schwierig. Das andere sind mit Klingonen gemischt. Und das sind nur die Klingonen jetzt. This summit may not end well. Most of the High Council sees the Herc as a Dominion problem. They are content to let them fight to the end and deal with any survivors. But there are others, such as Martok, who see that position as dishonorable. If they want to fight the war of their ancestors, so be it. But they will be doing so without the Empire. The same could be said for your Federation. Should they choose to aid the Dominion? Ja, wenn sie den Krieg ihrer Vorfahren kämpfen wollen, dann sei es so, aber sie werden es ohne das Reich tun, also das Klingonenreich. Dasselbe gilt für ihre Föderation, sollten sie dem Dominion helfen wollen. Wir kämpfen für das Dominion und Martok ist wieder einer von den Klingonen, der es halt doch will. Den kennt man vielleicht auch aus der Serie. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Serie. Es gibt also auch Klingonen, die dafür sind. Ja, so ist das halt. Ja. There are several Alpha Quadrant leaders here for the summit. Kai Kira of Bajor, Counselor Garrick of Cardassia, and my father, Ferengi Grand Nagus Rom. I recommend meeting with them as well. Their worlds will be on the front line if the Herc launch a full invasion into this quadrant. Ach, das war gar nicht der Sohn von Quark. Quark war der Onkel von dem. Rom ist der Vater. Ja, also wieder ein paar wichtige Figuren, die wir jetzt treffen können. Dann kommt er wirklich richtig gut ins Spiel hinein. Dann lernt er mal alle wichtigen Figuren kennen. So, hier haben wir einen Flüchtling des Dominions. Nice to see some fighters around here. You're here to fight the Herc, aren't you? Someone has to, before they eat everything in existence. Some of the other Gamma refugees will moan and groan about this part of space, but I like the Alpha Quadrant. The Bajorans are processing iridium ore here again, and there's good, honest work for people willing to do it, like me. Also das ist hier ein Flüchtling des Gamma Quadranten, ja, also des Dominion, der hier rübergekommen ist. Most of the Bajorans won't go near the processing areas. Too many bad memories about how the Cardassians ran them, I guess. That's good and well. Just means more work for me. Beats working for the Dominion, I can tell you that much. I might never go back. Auch da nochmal kurz zur Geschichte. Die Bajoraner, die haben die Minen und so weiter. Die Cardassianer sind ein kriegerisches Volk. Die Cardassianer haben die Bajoraner versklavt. Jetzt mit diesem religiöses Volk, die ein kriegerisches. Und mittlerweile haben die sich auch wieder befreundet und sind jetzt ja von unserer Allianz, ne? Von der Erde sozusagen. Vom Solsystem. Wie heißt das? United Federation Planets, ne? Die ganzen Planeten halt. Die Uniteden. Ne, ist klar. Immer dieses Englisch dazwischen. So, okay. Also, er hat uns auch mal ein bisschen was erzählt. Jetzt gucken wir mal, wer hier noch ist. Looks like Counselor Garrick is in his old tailor shop. Also, das sind die früheren Versklaven. I take it you're not here to update your ensemble. Though, if you'd like a few suggestions, I'd be happy to provide some. In the meantime, let's talk about serious business, shall we? I'm sure you'd like to know Cardassia's position on the Herc problem. It's simple, really. They're a menace, and one we should deal with swiftly. Okay, super. Cardassianer sagen, sie müssen uns helfen gegen die Herc. Er fragt nach der Garderobe, weil er immer so ein Spion war auf Deep Space Nine. Er war immer der Schneider und war trotzdem ein Spion. Und jetzt ist er halt auch der Counselor. Ne? Also jetzt ist er ein bisschen was Höheres geworden. Von daher, die Cardassianer helfen auch gegen die Herc. Surprised? Don't be. Cardassia was recently attacked by the Herc. We'd have fared poorly without help from our neighbors. Even the Lucari and the Ferengi offered a hand. I trust this lesson isn't lost on you. If we stand alone, we are doomed.
Also Star Trek hat schon sehr viel Geschichte zu den Völkern, ja? Also da sind die Völker wichtig. Wer sind die Romulaner, Cardassianer, Ferengi, Borg und so weiter? Das ist bei Star Trek ja gar nicht. Bei Star Trek Sith gegen Jedi und immer draufballern, ne? Da gibt es zwar auch ein paar Rassen oder so, ne? Man kennt die zwar dann irgendwie, aber da ist es nicht so wichtig. Bei Star Trek ist es schon wichtig, von welchem Volk kommst du und was hast du für eine Geschichte und sowas. Das ist halt schon alles viel mehr bei Star Trek. Das war mal ihr Laden hier. Once upon a time, when I was but a tailor. That was before plain, simple Garrick became a member of the Detapa Council, of course. Before the Reconstruction and the Iconian War and the Herc. While I'm proud of the work I've done for Cardassia over the years, there's a part of me that yearns to be here once more. To be just a tailor, just Garrick. Er ist kein einfacher Schneider mehr. Wir gehen dorthin, wo wir gebraucht werden. Will there be anything else? Nö, das war's eigentlich nicht im Moment. So, mit dem haben wir auch gesprochen, also das ist Garak. Sehr schön. Ihr lernt gerade also wirklich die ganzen Leiter der verschiedenen Fraktionen kennen. Ist schon schön, dass es so eine gute Einleitung ist hier. My father is in my uncle's bar. Hard to believe he used to work there, huh? Das glaube ich wirklich nicht. Also, Quarks Bar, das hier ist Quark, der gute alte Quark, falls er noch kennt. Ne? Falls ihr ihn nicht kennt, müsst ihr euch dringend mal Deep Space Nine angucken. Ein ziemlicher Gauner, der alles Mögliche hier abzieht und... So, jetzt haben wir pausiert. Jetzt machen wir Pause, oder? Der hier alles Mögliche an illegalen Geschäften tätigt auf der Station. Sehr lustiger Kerl. Nein, wir machen keine Pause. So, dann machen wir weiter. Und der hier ist so ein Running Gag. Der kommt immer wieder ins Spiel, der sagt aber nichts. Auch in der Serie kommt der immer wieder vor, der sagt aber nichts. Ne? Wie jetzt? Man kann mit ihm reden und er sagt wieder nichts. Ja? Morn? Ne? Man kann den ansprechen. Morn, ich könnte wirklich ihre Hilfe gebrauchen. Morn schaut sie eine geraume Weile an und widmet sich dann wieder seinem Drink. Tatsächlich, so habe ich die Sache noch nie gesehen. Der sagt einfach nichts. Und so ist er auch in der Serie. Der sitzt einfach immer nur dabei und sagt nichts. Es ist so lustig, der Kerl. So. Aber trinken. Trinken kann er gut. Da ist er immer für zu haben. So, und das ist jetzt der Vater von dem Captain hier. Der große Nagus Rom. Das ist jetzt der Leiter der Ferengis. Also dieser, ja, ich sag mal Schmugglerbande, dieser Glücksspielbande, dieser etwas verruchteren Rasse. Und das ist jetzt der Chef davon. Hat sich über die Serie hin entwickelt so. I was wondering when you'd come along. I'm guessing you're here to talk about the Herc and what we want to do about them. It's no secret that the Ferengi aren't a military powerhouse like the Klingons. Most of the time, we'd be happy to make a tidy profit from all of this, and as far away from it as possible. That changed when the Herc attacked Ferenginar. Vielleicht sehen wir heute auch noch die Herc, denen ihre Raumschiffe, vielleicht auch die Herc an sich, was das für welche sind. Aber ihr habt es gehört, auch Ferenginar ist angegriffen worden, also auch den ihr Heimatplanet. Das hier ist ja nur so eine Raumstation. So, und am liebsten hätte er nur Profit. Ja? Am liebsten wollen die nur Geld verdienen, aber die sehen so, Geld regiert die Welt. Nur leider werden sie angegriffen. We would have been wiped out without help. And we didn't get it from Starfleet or the Klingons. We got it from the Lucari and the Cardassians. Even a few Nakul ships showed up to fight. That showed us that this is everyone's fight, big or small. So we're in. And if the 34th rule of acquisition comes into play, well... Die 34. Erwerbsregel, ja, wer kennt die Erwerbsregeln? Googelt mal nach. Ferengi Erwerbsregeln findet ihr im Internet. Könnt ihr nachlesen. Wie haben sie ihr Volk überredet? It wasn't easy, believe me. I've managed to get the board of liquidators with us for now. Most of them see the potential for incredible profit. Alliance defense contracts can be very lucrative. The rest, well, let's just say their self-preservation instincts are strong.
They'd rather fight with the Alliance than stand alone. The Herc have me thinking about adding a new rule of acquisition. If they can't be bought, get ready to fight! Ja, neue Erwerbsregel, wenn man sie nicht kaufen kann, dann muss man kämpfen. Gut, das scheint angebracht hinsichtlich der Herc. Did you have another question? Nein, ich bin durch. So, sprechen wir noch mit dem Bajorana-Anführer. Das ist Kira. Und dann haben wir sie alle durch. I believe the Kai is here, in the Bajoran Temple. Wie gesagt, das sind so ein bisschen mehr... Oh mein Gott. Ja. Ein Klingone, der gut drauf ist. Klingonischer Koch. Okay, wunderbar. So, Bajoranischer Tempel. Da gibt es jetzt die religiöse Thematik von den Bajoranern.